Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Ark mit Voucher und mit unserem Uralterle. Schön, dass ihr da seid. Wir waren super fleißig, wir haben einiges vorbereitet. Heute gehen wir unter anderem einmal rüber zur alten Insel, die mittlerweile Boss Crew Insel heißt. Die Megatherien stehen bei uns im Fokus, denn ihr habt geantwortet, den ersten Boss, den ihr machen würdet, 30 Runensteine geschnappt zur Bienenkönigin. Die wollen wir dann auch als erstes machen und der Tenor war eine Handvoll Megatherien, den Yuti, die 30 Runensteine, dann sollte das laufen. Aus dem Grund kriegen heute die Megatherien, die wir haben, ein bisschen mehr Zuwendung, denn bevor ich zum Boss möchte, möchte ich den da drüben schon eine Kleinigkeit aufgebaut haben. Und ich glaube, das wird ziemlich cool und ziemlich spitze. Und für diesen Umstand habe ich uns auch eine Eco Tree, glaube ich heißt die, Mod freigeschalten. Die hatten wir schon mal in Crystal Island. Hier zum Beispiel kannst du diese Landscape Crafting Table machen und den Crafting Table für Redwood. Den will ich mal ganz kurz reingucken, weil ich bräuchte dann drüben schon so drei größere Redwood-Bäume vielleicht. Wir gucken gerade mal kurz rein, was die kann. Die kann Redwood Tree, brauchst du jede Menge Holz, den Stumpen, dann haben wir hier Small Tree, Medium. Dann haben wir hier einen, der wäre auch nicht schlecht, so ein Baumstamm, der umgeflogen ist. Lass mich mal den kurz machen. Und ich brauche aber drei große Bäume, da müssen wir eventuell kurz Holz besorgen. Ist er das jetzt hier schon? Hä? Ich habe den aber schon, da vorne ist er, ne? So, den haben wir, was haben wir hier noch? Snappable Redwood Tree. Dann haben wir hier noch diese Plattform, die brauche ich nicht. Ich glaube bald, dass ich den... Also den würde ich gerne einmal angucken. Und ich besorge uns dann Holz auf morgen. Ich habe zwar ein bisschen besorgt, aber ich wusste jetzt nicht, dass dieser hier... Wo ist denn der große, Leute? Da gab es doch gerade so einen riesen Hämmer. Der hat 1000 irgendwas Holz gekostet. Denn da, den bauen wir uns. Einmal. Und dann gucken wir uns die drei Elemente drüben an. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen will. Auf jeden Fall sind die Megatherien die ersten, die praktisch so eine kleine Boss-Location bekommen. Nicht nur das habe ich heute vorbereitet, sondern wir brauchen dann auch noch Poopsies, hauptsächlich wegen der Symmetrie. Das heißt, wir müssen Poopsie-Babys machen. Poopsie-Baby. Okay, pass auf, das nehme ich schon mal mit rüber. Auch das ist was ich heute unbedingt machen will. Ich weiß nur nicht, wo ich meinen Werkstatt-Moshop habe. Servus, Süße, komm mal mit rüber. Es ist zwar kein R-Variantler, aber... Spatzel. Ist die jetzt über den Zaun gehüpft? Ne, da bist du ja. Ich hab dich gar nicht gesehen. Kannst du hier durch? Leute, ich sehe das Tier nicht. Was ist denn das jetzt? Vorhin ist mir auch mal wieder das Spiel abgestürzt. Ich sehe es halt nicht, ne? Keine Ahnung, wo die jetzt hin ist. Ja, stimmt doch was nicht, oder? Warte mal. Ihr seht schon, hier kommt auch noch kleine Kleinigkeit. Also ich habe wirklich einiges heute auf dem Plan. Mich würde nur mal interessieren, wo jetzt mein Tüllermädchen ist. Ey, ich sag dir's. Das passiert schon die ganze Zeit. So ominöse Dinge. Haben wir einen Spielstand schon wieder zu überladen oder was? Da vorne ist er jetzt. Guck mal. Ich glaube, ich bin heute einfach irgendwie... Weiß auch nicht. Vielleicht nicht das super fitteste. Kann die hier nicht durch, oder? Ja, ist kein Problem. Dann laufe ich auch. Ja, warte, ich komm. Ich komm. Stopp. Spatzel. Müssen wir jetzt nicht sagen. Die hat allein ihren Weg gefunden. Haut's mich um. Na gut, hier sind alle Wege versperrt. Hier kommt man nicht einfach so durch, nur weil man es gern hätte. So, warte mal, ich mach's anders. Du bleibst mal hier stehen. Und du, mein Süßer, du bräuchst eine Frau und sie bräuchte einen Mann. Das heißt, wir brauchen einen normalen Tüller. Ah, jetzt raff ich das. Die sind nicht so... Alter, was hast du denn? Ich hab dir doch gerade eben zu trinken gegeben. Kurzer Moment, bitte. Der Alterle spuckt schon wieder Blut. Ja, da bleib stehen. Nicht bewegen. Aber wenn wir so weitermachen, wird es heute mit Sicherheit nämlich nichts, was ich vorhab. Ja, ihr könnt euch ja trotzdem kennenlernen. Ich weiß, dass ihr keine Babys machen könnt miteinander, ne? So.
Einmal. Jetzt pass auf, habe ich die Zaun Foundation hier, muss ich die mit? Ne, ich habe nur noch 6 Stück. Ich will doch die Dung Beetle endlich mal aufräumen und da habe ich mir jetzt hier so ein Fundament hingebaut. Wir wissen, dass sie 2 hoch brauchen, dass sie nicht drüber kommen. Dann lassen wir das so. Hier kommt dann eine Tür rein und da habe ich irgendwo auf Foundation-mäßig Zaununterstützer hingebaut. Ich will mir das einfach nur mal angucken, geschwind. Ja, ist doch super. Ist doch super. Das heißt, ich brauche jetzt noch eins. Machen wir hier das Türle rein oder hier? Machen wir sie hier rein. So, dann nehmen wir wieder den Dumbledore. So, eine. Eine reicht, ne? Machen wir mal eine und ich bräuchte. Von denen hier mindestens. Machen wir mal 11 Stück. So. Ja, das passt doch. Platzieren wir den hier. Achso, ich brauche da noch eine doppelte Tür, 2 Stück. Double. Dumbledore sei Türe. Sind sie das? 2 Stück. Muss ich kurz warten. So, dann machen wir das. Kommen die Dung Beetle hin, dann können die wandern. Dann haben wir nämlich schon mal den Vorteil, dass die Jungs hier genau Dünger produzieren. Die Geschichte. Die 2 Tüllers stehen jetzt zusammen. Dann müssen wir den Eierkollektor aufsetzen, die Eier trennen. Und da kamen Hinweise. Herzlichen Dank an der Stelle. Wenn ich den Eierkollektor abbaue, dann droppen die Eier wieder ins Inventar, weil man die ja nicht rausholen kann, ab einer gewissen Zeit mehr. Und damit wir dann zukünftig noch Kibbel aus den Rex-Eiern machen können, die wir doch nicht wollen. Weil ich will sie ja reinlegen, um nach den Werten zu gucken. Ne? So, noch 2 Stück. Und dann sollte das hier eigentlich auch kein Problem sein. Hier noch eine Tür. Dann können wir jetzt die Zaunelemente weiterfahren. Weil der muss aber hier genau muss er drauf. Das war die Idee. Einer hier. Und da war's. Das müsste doch reichen, dass die Dung Beetle da ihre Runden drehen, ohne dass sie uns jedes Mal wegklitschen. Wobei wir das erst wissen, wenn wir es ausprobiert haben. So. Komm mal her, ich brauche schon. Ich weiß gar nicht, wo habe ich in meinem Mäusle hin. So, die Pupsis stehen schon hier, sind allerdings alles Mädchen. Da müssen wir mal gucken. Eins ist drüben auf der neuen Insel oder auf der großen Insel. Da müssen wir mal schauen, ob das ein Männle war. Wenn nicht, muss ich tatsächlich noch ein Pupsi nachzählen. Jetzt allerdings hätte ich gerade mal kurz Bock, die Dung Beetle schon mal hier reinzubringen. Jo, ist doch schön abgesteckt, weißt du? Können wir ja später noch vergrößern, wenn wir mal mehr Zeit haben. Dann können wir den ganzen Bereich hier verdungbeeteln, wenn wir das wollen. Wichtig ist, dass die jetzt mal da vorne wegkommen. Die stören mich da so ein ganz kleines bisschen. So, warte mal, Falke. Ich weiß, dass wir zwei uns manchmal nicht verstehen. Kannst du. Ja, der Stifti macht es schon. So, dann gibst du mir mal einen Dung Beetle mit. Dann brauchen wir nämlich nur zweimal fliegen. Auf geht's. Mr. Dung Beetle Nummer 1. Und noch einen zweiten. Gibt es hier Streit im Juti-Leben? Warum steht sie so weit abseits? Was ist da los? Was wird da gespielt? So, absitzen, absitzen. Dankeschön, Beste der Erde. Guck dir das an. So. Ach so, ja, Pup muss ich dann wieder sammeln, gell? Das mache ich demnächst. Ich lasse die jetzt einfach mal wandern, dass wir sehen, ob das was bringt. So, wunderschön. Die will ich natürlich irgendwann mal unsichtbar machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das gleich machen will. Aber da muss ich die anderen bauen. Jo. Ich habe hier normale gebaut. Ich müsste S-Plusler bauen, damit ich sie unsichtbar machen kann, ne? Jo. Der würde gehen. Der nicht. Der würde gehen. Und die müsste ich nochmal machen hier. Es sei denn. Nee, das sieht scheiße aus sonst. Okay, also, eins haben wir schon mal erledigt. Ich habe mir auch tatsächlich eine kleine Liste gemacht, dass wir heute nicht alles vergessen. Und hier mache ich jetzt auch keinen großen Umbau, sondern setze den zweiten hier ran. Hier ran, habe ich gedacht, setze ich den Bämsle. Okay, so nicht. Nochmal. Ja.
Genau, jetzt wollen wir das mal probieren. Pass mal auf. Die sind ja jetzt im Prinzip alle ausgebrütet, die Eier, ne? Wenn ich den jetzt abbaue, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir die alle wollen, weißt du? Hier oben haben wir zum Beispiel ein Rex-Ei. Der hat die 31, 36, den können wir behalten. Baryonyx, 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 Baryonyx. Und hier haben wir ein Rex-Ei mit denselben Wert. Die können wir alle ausbrüten, die Tiere. Die kommen dann zur Rex-Armee, das ist dann soweit klar. Warte mal geschwind, das wird sonst heillos. Könnt ihr zwei Süßen aber einmal kurz mit hier hintere kommen? Es war so klar. Es war so klar. Ist ein fauler Hund hier, der Rex-Töter. Komm mal mit. So, und jetzt pass auf, nächster Punkt, aber da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit. Wir müssen die erste Industrieschmelze an den Start nehmen, weil ich brauche ja Megatherien-Sattel und die kosten auch nochmal richtig viel Metall. Ey, sag mal, du hast aber auch hier dein ganz spezielles Leben heute, oder? Kommst du mal raus? Ihr müsst da durch, Leute, dafür habe ich alles Mögliche vorbereitet. Sparen wir uns da Zeit und genießen hier ein kleines bisschen, mit der uns an der Nase rumführen. Jetzt hast du, jetzt hast du. Stört dich der Baum oder was? Läuft, oder? Läuft super. So. Genau, so haben wir es vorgestellt. Super ist das gemacht, super. Jetzt hängen sie mit dem Schwanz hier im Eierkollektor drin. Das ist ja wurscht, ist ja wurscht. Platzieren. Genauso nicht. Aber auch das war mir klar, dass es nochmal passiert. So, platzieren. Kuh. Bämsle. Also holen wir sie alle raus, die Tiere, oder? Komm, wir holen sie alle raus. Ja, machen wir. Also. Machen wir erst die Barris. Ne, wir machen erstmal die Rexe, dann kann ich die. So, meine zwei Süßen. Achso, ja, die muss ich erstmal prägen. Einer? Ist schon eine enge Scheiße hier, was ich da gemacht habe. Du und du, ihr folgt mir sowieso, aber kommt ihr mal ein bisschen hier raus. Auf die Baryonyx bin ich gespannt. Drüben werden wir auf jeden Fall heute was bauen. Da habe ich schon angefangen, um mir Gedanken ums Design zu machen. Dann machen wir einmal zusammen. Es sind insgesamt 6 gleiche Teile. Ein Teil machen wir zusammen. Sind wir schon bei 2, 3 Stück, weil 2 habe ich vorbereitet. Und den Rest mache ich wieder mit einem Schnitt, dass das Ding heute fertig wird, was ich davor habe. So, ist okay. Bleib du mal hier stehen. Und du, Süßer, hängst du da am Nest? Ich müsste die Eierkollektoren eigentlich rumdrehen. Sind wir uns auch einig, oder? Wenn ich sie nämlich rumdrehe, dann schlüpfen die Kinder auf der anderen Seite, dann kann ich sie außen am Ring entlang ziehen. Ja, machen wir so, machen wir so. So viel Zeit muss sein. Aufheben, Eckkollektor, komm mal mit. Jetzt habe ich dir frei gemacht, Digga. Der will nicht. Der will nicht. Folgeabstand vielleicht verringern. Machen wir es mal niedrig. Ich muss ihn da rausglitschen irgendwie. Jetzt hat er es geschafft. So, und du stellst dich hier hin, dass du ein bisschen weiter auseinander seid, sonst wird das Ganze wieder zu übel. Ja, ja. So ist recht, so reicht's mir. So machst du das Wunderbärle. Perfekt. Also, dann probieren wir es nochmal. Wir haben ja gerade festgestellt, wenn ich mich hier hinstelle, den einfach nur ranbastel, dann steht er noch da und ich kann theoretisch die Kinder hier rausschlüpfen lassen. Das gleiche Spiel machen wir dann hier. Problematisch ist nur, die sind doch vorgebrütet, oder? Pass mal auf, wir probieren das jetzt einfach mal. Falls die Baryonyx-Eier jetzt draufgehen, machen wir neue, ne? Ihr habt gesagt, wenn ich hier abbaue, habe ich die Eier. Aha, und so kriegst du dann deine Eier wieder. Oh, aber die haben jetzt ein Zeichen. Die haben jetzt das Zeichen. Ich weiß nicht, kann ich mit denen dann wirklich Kibbel machen noch? Müssen wir fast mal probieren, aber jetzt natürlich nicht mit den Baryonyx-Eiern. So, und das probieren wir jetzt gleich, indem ich jetzt hier die Eier wieder reinmache. Ja? Und die lassen wir jetzt alle raus. Einer, zwei, drei. Ich drehe durch, ist das jetzt nicht
Doch, da stehen sie. Und sie sehen... Oh, 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 was ist denn das für ein Geiler? Der ist gut, Leute. Boah, die Farbe. Ansonsten hier, ne? Es sind auch schon wieder Zwillinge. Oder Drillinge sogar schon wieder. Ich glaube, die hier sind Drillinge. Scheiße, es sind ein bisschen viele jetzt, gell? Oh, der da vorne, wenn der gute Werte hätte, wäre super. Müssen wir nachher gleich Fisch besorgen, oder? Ich glaube, da haben wir nicht mehr allzu viel. Also. Wie sieht's? Der da ist ja der ist krass hier, finde ich. Also sie hat noch Fisch verteilt, hat jeder was bekommen, offensichtlich. Ich ziehe sie ein bisschen auseinander, ja. Ey, der da vorne ist super, weil guck mal, dieser hellgrüne Bauch vom Vater, der ist göttlich. Die sind doch alle auf Folgen gewesen, oder? Ich muss das jetzt ganz kurz, ich ziehe die ein bisschen auseinander, sonst glitschen die nachher so wieder, weißt du? Ich weiß nicht, ob der hier die besten Werte hatte. Auf jeden Fall ist er Level 161 und wir müssen halt gucken, was passiert, wenn er raus ist aus dem Gröbsten. Den ziehen wir jetzt noch ganz kurz dahin. Der gefällt mir tatsächlich am besten von den Farben. Ich mag zwar dieses Giftgrün, das die anderen alle haben. Oh, guck, der hängt am Eierkollektor. Dann lasse ich ihn da hinten groß werden. Also der gefällt mir tatsächlich wirklich am besten. Der sieht richtig cool aus, weil hat die blauen Haare, ist ein Mädle. Der ist cool, der ist richtig cool. Okay, sie sind raus. Das heißt, Fisch muss ich noch aufschreiben. Mache ich jetzt mal direkt. Fisch, pass auf. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Jetzt brauche ich Standfackeln. Wir müssen nämlich jetzt gleich rüber, sonst schaffe ich das heute nicht mehr. Ich will allerdings kurz... Dann nehmen wir jetzt wirklich dann nur noch einen raus, der richtig cool ist. Das sind jetzt Baryonyx-Eier alles, ne? Und die baller ich jetzt hier rüber. Berries. So. Achso, ja. Ich hält. So, und jetzt können wir hier natürlich dann gucken, wie sieht's aus. Der hat zum Beispiel 17 Gesundheit. Ich gucke einfach, aber kann sein, die brüten wir gar nicht alle aus. Was mir jetzt gerade ein bisschen auffällt, ist, ich habe keine Rex-Eier mehr, ne? Ey, wir haben keine Rex-Eier mehr eingesammelt. Warum? Warte mal geschwind. Das ist noch da. Show Range. Aha. Durchs Umstellen. Durchs Umstellen, beziehungsweise die sind auch noch, doch, da hinten ist mal eins, das nehme ich gleich mal mit. Durchs Umstellen sammelt der nicht mehr ein, ne? Das geht nur bis hierher, das Ding. Okay, aber jetzt weiß ich ja auch, wo mein Spezialmorschops ist, hier unten drunter. Junge, Junge. Du bist, glaube ich, Smendle gewesen, gell? Unser stärkstes. Ne, du bist Mendel, Entschuldigung. Ja, dann muss ich die anders hinstellen. Du weißt denn genau, ich mach dich mal kurz hier hin und dann hole ich die ganzen Frauen rüber. Dass wir nochmal Rex-Eier kriegen, ne? Wir brauchen dann nachher am Ende ja 20 Tiere für alle. Ich nehme jetzt nicht alle, es wird langsam viel. Es wird langsam viel. Ich muss mal gucken, habe ich Mendel eingestellt? Paart sich gerade. Er paart sich gerade mit wem? Bereit zur Paarung in 4. Hier ist schon Paarung. Zur Paarung bereit. Ich glaube, sie müsste sich dann nochmal ein bisschen näher ranbringen. Müsste jetzt sein, ne? Zur Paarung bereit. Die sind alle zur Paarung bereit, aber ich glaube, ich muss das Männle nochmal näher rannehmen. Ja, aber da gucke ich nochmal, weil ein paar brauchen wir halt noch Tiere, ne? Dass wir bei den Bossen nicht scheitern. Die zwei nehmen wir gleich mit rüber. Da ist Borexau dabei. So, Stingele, warum ist denn da bei dir? Kannst du noch ein bisschen näher ran an die Gesellschaft hier? Jetzt müsste großes Geproppe dann losgehen. Lassen wir mal auf uns wirken, würde ich sagen. So, die zwei gehen mit rüber. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, dass ich das blaue Dings hier nochmal wegmache. Schubdubidu. Hallöchen, Popöchen. Ja, ihr seid halt schon spitze, ne? Problemchen ist, Fisch. Mama auch gleich, ne? Wir sollten gleich Fisch holen. Wir sollten erst Fisch holen, sonst wird das wahrscheinlich schief gehen. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist... Wir gehen mal vor. Einmal hier. Pin aufheben, deaktivieren, hide.
Machen wir das so, das machen wir so. Ich brauche irgendwas, was kurz richtig reißerisch, fleißer. Ich nehme kurz einen Duty. Ja. Holen wir erst Fisch, Leute, müssen wir. Oh, dann muss ich es auf 2 Folgen aufteilen. Oder ich baue es auf morgen fertig und wir machen heute nur die Deko-Sachen und gucken, ob das alles einigermaßen harmoniert. Komm her, ich schnapp mir einfach einen Duty. Ich will ja nur 1, 2 Haifische, da müssten wir eigentlich schon soweit sein, oder? So, Digga. Oder soll ich... Ne, weißt du was? Fisch farmen ist doch scheiße. Mach ich auf morgen. Ich farm Fisch auf morgen, wir gehen jetzt rüber. Ich muss nämlich noch ein Pupsiel darüber holen. Weiß nicht, seid ihr zu nah dran? Geht mal weg. Ah ja, Metall wollte ich noch reinlegen. Das ist ganz wichtig, weil wir ja für die Schmelze noch mehr Metall brauchen. Einmal geschwind. Da müsste ich einfach hier nochmal nachlegen. Wie viele Barren sind da durch? Ja, das dauert halt seit Zeit, ne? Metall. Ankylosaurier. Machen wir mal 400 hier raus und 300 hier. Dann ist da aufgefüllt. Metal. Ankylosaurier. 400. 300. Pull dann. Und hier machen wir den Rest rein. So. Bup, bup, pull dann. Wir können ja gucken, ob ich schon eine Schmelze bauen kann, aber ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Industrieschmelze, eine. Ja, aber guck mal, fast. Bald haben wir es. Öl müssen wir dann abschöpfen, Ölstein holen. Es ist alles kein Problem, aber das läuft jetzt. Dann haben wir die erste Schmelze und dann können wir richtig Metall durchjagen für die Sättel, die wir brauchen. Das habe ich, sagen wir mal, später. Ich muss kurz nach dem Pupsi gucken. Das machen wir jetzt als erstes. So, du gehst natürlich mit. Die Sachen, die ich vorbereitet habe, müssten alle drüben sein. Geh mal du hier hin, dass du nicht mitportest. So, Leute, auf geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, ob euch das auch so gut gefällt wie mir. Insel der Boss-Crew. Ach, die 2 Megatherien wollte ich noch mit rübernehmen, habe ich vergessen. Und die 2 Rexe. Aber wir müssen eh das Pupsi kurz wegbringen. So, ihr seht schon, ich habe hier umgebaut. Der Teleporter steht jetzt hier. Von da aus geht es dann irgendwann zu den Bossen. Die Megatherien stehen im Moment paarweise jeweils unter einem Teil. Ja, das wird nicht ganz aufgehen auf 20 bzw. 18, 19 Tiere. Also so 1, 2, wenn wir so separat stellen müssen. Und dann will ich hier einfach ein richtig massives Dach raufhauen. Hier unten will ich noch Standfackeln in die Zwischenräume bringen. Und dann haben wir hier einfach schon mal ein kleines, weißt du, es sind ja die Boss-Tiere, die haben es ja auch verdient, dass sie so ein bisschen eine separate Location bekommen. Und dann wird es hoffentlich von oben so geil aussehen, wie ich es mir vorstelle. Bevor wir da jetzt allerdings gleich fertig bauen, möchte ich einmal gucken, ob das im Ende war. Jo, du bist der einzige Mann, den wir gezähmt haben. Komm mal mit. Wir gehen mal kurz rüber. Wir gehen mal kurz rüber. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt alles anstellen. Ich habe mir halt saumäßig viel vorgenommen, aber es ist ja bei mir immer Session-basiert. Das heißt, ich nehme ja jetzt am Stück 2, 3, 4 Folgen auf. Und in der Zeit schaffe ich das natürlich, was ich alles vorhabe. So. Wo ist er? Hinter dir. Den müssen wir rübernehmen. Wir brauchen nämlich, ich will auf jeden Fall über jedem Juti-Pärchen, über jedem Megatherium-Pärchen einen Anreizer. Ja, ich werde die zwar nicht immer einschalten, aber gedanklich ist es für mich einfach, es gehört dann dazu. So, du hierhin. Und jetzt müsste ich allerdings gucken, dass ich euch irgendwie, wie macht man das, dass ihr dicht genug steht? So nicht. So, jetzt lasse ich sie rumdrehen und dann müssten sie dicht stehen, oder? Wir gucken einfach mal. Also hier ist auf jeden Fall Paarung. Paarung aktivieren. Ich muss nur halt rechtzeitig, ne, das ist das Männle, aufhören mit Paarung, sonst hauen wir hier ganz, ganz viele. Verhalten, Paarung aktivieren, Verhalten, Paarung aktivieren. Und du bist das Männle. Paarung aktivieren. Und du musst mit runter, sonst habe ich später eine Rex-Armee, die nichts drauf hat. So. Also, pass auf. Die Standfackeln könnte ich die hier gleich machen. Ich weiß nicht, ob der da drin jetzt gerade schon rumdreht. Hier sind sie. 6 Stück bräuchte ich davon. Okay, dann komm du gleich mit.
Oh, guck mal, hier ist ein schönes, schattiges Plätzle für dich, Junge. Müsste er nicht normalerweise jetzt hier durchs Gestrüpp durchkommen schon? Einfach vergessen, dass er am Zaun hängt. So, einmal ins Wasser und dann hier rüber, bitte. Weil die Punkte, die wir dadurch bekommen, durch diesen Buff, kriegen wir ja da Level ab. Also wenn ich mal reingucke in irgendeinen, obwohl wir noch nie gekämpft haben, 15 Punkte, die brauchen wir später schon jetzt killen. So, du machst da unten alle Happy Mappy und wir nehmen jetzt die Megatherien mit rüber. Ich muss nur das Männchen abschalten, Leute, sonst habe ich 1000 von den Tieren nachher. Wir gucken mal, die müssten ja jetzt theoretisch alle... Der ist noch in der Paarung. Paart sich gerade. Es ist Männle. Die paaren sich auch. In der Zeit können wir schon mal die Megis rüberbringen. Das sind die letzten beiden. Aus denen habe ich aber die Babys immer gemacht, gell? Machen wir drüben. Wir machen drüben. Stellen wir nochmal alle Mädels zusammen. Zu einem Kerl. Ja. Dich brauche ich. Dich brauche ich. Und die zwei Rexe nehmen wir noch mit. Sehr geil. Okay, alles Vorbereitungen für die Bosse. Aber es wird nachher... Das sieht so richtig gut aus, wenn das mal hochgezogen wird. Da jetzt los. Zur Paarung bereit. Zur Paarung bereit. Zur Paarung bereit. Und du bist... Das Männle. Verhalten. Paarung deaktivieren. Hier haben wir sie. Die Pupsi-Eier, ne? Lystro, Lystro, Lystro. Guck mal, wie schnell das jetzt ging, ne? Rex, 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 Barry. Alles klärle, alles klärle. Was haben wir jetzt hier drin? Hier sind hauptsächlich... Ich hält, ich habe wieder alle da reingelegt, wo sie drin waren, ne? Ich wollte ja die Rex-Eier separieren. Das hier sind alles. Baryonyx. Anders. Hilft jetzt nichts. Ich kann die ja hier vorbrüten lassen. Machen wir hier einmal kurz. Okay, so Leute. Viel Organisatorisches heute, aber wenn wir es nicht machen, macht es niemand für uns. Ne? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Pupsis habe ich abgestoppt. Einer ist unten und reizt die Armee. Und wir schnappen uns jetzt die vier Tiere, wenn das irgendwie geht. Und gehen wieder rüber und dann bauen wir wenigstens eins so ein Ding noch auf. Oder ich steige morgen mit euch. Das können wir auch machen. Warum hetzen und stressen? Hauptsache ein Heiltrank. Da hinten habe ich das ganze Zeit, habe ich nämlich das Ding hier drauf gehabt. Den da. Deswegen war das so. Ja, kommt ihr so mit, wie ihr seid. Wir machen jetzt keinen Stress. Machen wir morgen. Weil bis dahin sind auch die Megatherien-Babys da. Dann haben wir genug, um unseren ersten Boss zu machen. So, einmal, zweimal, dreimal. Weiß jemand, wo ich mein Mäusle hin habe? Ich nehme an, der Rex schafft es nicht mit rüber, ne? Wenn ich den Radius nicht größer mache demnächst mal. Komm, wir gucken mal, wie viele mitgehen. Schabdabduba. Dann sehen wir auch gleich die Größenordnung. Insel der Boss-Crew. Ja, das Füßle steht drin. Beide? Ein Rex hat es geschafft. Zwei Rexe haben es geschafft. Perfekt. Du und du bitte mit hier rüber. Schaut mal, ob er irgendwie hier außen rum kommt. Klingt erstmal gut. So. Das ist einer der schönsten Rexe, die wir haben von der Farbmorph. Perfekt. So. Leute. Was wir brauchen, wären Megatherium-Männchen. Wir haben tatsächlich nicht viele Paare. Und der Pärchenbonus bringt ja auch nochmal was im Kampf, ne? Wie du siehst, haben wir da nur ein Pärchen bis jetzt zusammen. Beziehungsweise zwei, weil dieses hier ja... genau. Jetzt könnte ich theoretisch mal kurz gucken. Du hast... Bei denen ist es egal, die sind stark genug nachher. Ich nehme mal das Weible mit darüber. Und dann nehme ich dieses Weible mit rüber. Okay, warte, ich brauche einen Sattel. Das sind alles Weibchen, ne? So, einmal hier so, zack.
Da hast du einiges. Irgendwas folgt mir noch. Habe ich wieder ein Baby gekriegt und weiß von nichts? Also. So, lass gucken. Das müsste ja reichen. Nein, wir brauchen halt wenigstens noch zwei, drei Kerle. So. Das hier noch da dazu. Ach so, wenn ich die jetzt so hinstelle, porte ich sie jedes Mal mit weg, ne? Machen wir es anders. Ich organisiere das gerade mal kurz. Der ein oder andere fragt sich bestimmt auch, ey, wenn man nur eine Handvoll braucht für die Biene, warum machst du dann so viele? Weil einer der Weltbosse oder Endbosse oder halt einer der drei größeren Bosse ist die Spinne, die Brutmutter. Und ich glaube, das sollte man dann schon mit mehr als drei, vier Tieren hingehen. Deswegen mache ich nochmal eine Handvoll. Dann haben wir auf jeden Fall eine schöne, große, starke Bossarmee, glaube ich. So, ich packe die mal so nah zusammen, wie es geht. Ich hoffe, dass der mit einem Zyklus die jetzt hier gleich durchballert. Das ist unser Männle. Also, Verhalten. Entschuldigung, es ist kleines Animationsverhalten. Paarung aktivieren. Entschuldigung. Verhalten, Paarung aktivieren. Hier ist er nah genug dran. Ich glaube, die hier steht zu weit weg, ne? Verhalten. Die ist zur Paarung bereit, aber nicht nah genug am Männle. Ich schicht die gerade mal hier rüber. Ja, ein bisschen Liebe. Ah, du kannst hier, das müsste gehen. Jo, läuft. Verhalten, Paarung aktivieren. Läuft. Die ist auch ein bisschen weit weg. Verhalten, Paarung. Die müsste ich dann rüberziehen, dass es sich hier einschleimt. Hätte jetzt fast gesagt, einschmeichelt. Und? Bümsele klappt, Bümsele klappt. Und Verhalten. Ne, naja, ist egal. Verhalten, Paarung aktivieren. Die ist auch nicht ganz dran. Hat die keinen Sattel? Doch, die hat einen Sattel. Wieso kann ich da nicht aufsitzen? Jetzt. Vielleicht. Alter, ist das ein Geschmuse hier. So. Müssen wir nachher nur das Mädel ausmachen, dann läuft's. Also, meine Lieben, jetzt habe ich natürlich die Zeit. Ich gehe mal ganz kurz die Liste durch. Die 6 Standfackeln, die würde ich gerne noch mit euch aufbauen. Habe ich die jetzt nicht hergestellt? Aber ich habe hier doch auch Materialien. Vielleicht kriege ich sie hier gebaut. Torch. Feuerstein fehlt. Kein Problem, kein Problem. Ja, die würde ich gerne. Dann kann ich nämlich heute Nacht, dann sehe ich auch was, wenn ich weiter baue. Und dann machen wir morgen das Ding hübsch. Aber wenn ich das jetzt reinstressen würde, wäre ich auch nicht zufrieden, weil ich will das ja dann auch zelebrieren. Und die Mats habe ich schon, wie gesagt, vorbereitet. Ne? Dann kommt jetzt überall so Dächle drauf, die Standfackeln von unten. Bin gespannt. So, und wenn jetzt die Babys hier fertig sind, pfeife ich die alle zum Teleporter. Teleportiert mich rüber, bringt die Babys zur Nanny. Und dann haben wir die Megatherien-Armee schon fast für die Brutmutter auch ready. Ne? Auf jeden Fall für die Biene. Und dann suchen wir uns, ich würde einfach mal sagen, 3 Pärchen. Wegen Pärchenbonus. Und dann läuft's. Dann machen wir unseren ersten Boss die Woche. Mini-Boss. Aber wie Boss halt, ne? Ich würde sagen, wir machen wir es außen hin. Wir machen es mal außen hin. Ich dachte halt hier überall in diese Lücke. Jeweils eine Fackel. So. Schaffe ich das einmal? Und eine Baumaßnahme machen wir noch. Eine unspektakuläre. Ja, jetzt stell dir dann vor, wir ziehen dann die Tiere hier zusammen auf die Mitte und porten uns dann zum Boss und dann geht's los. Träumchen. Träumchen. Genau, unspektakulär. Pass auf. Die Dinger sitzen nämlich alle nicht so, wie ich sie haben wollte. Deswegen muss ich jetzt hier nochmal... 24 Einser, ich glaube, die waren es. Kann ich die... Ach ja, und die Redwood-Bäume. Das machen wir aber zumindest einen machen wir heute noch, oder? Einen machen wir noch.
Wie will ich denn jetzt gewichtstechnisch? Müsste eigentlich hinkommen. Genau, die sollen nämlich dann hier komplett runterlappen. Sonst wäre ich ja auch nicht glücklich. Hier stört es mich nicht so, merke ich gerade. Naja, aber die können wir trotzdem. Ja. Okay, ich brauche da noch mehr. Ich dachte, ich habe genug vorbereitet. Ich habe vergessen, dass es hier hinten recht hoch war. Schub-dub-dubu, schubidub-du, dub-dub-dubu. Hier fehlt auch noch ein bisschen was. Aber ist gut, ist gut. So, Leute. Ja, aber das ist doch schön. Dann haben die ihren Bereich. Den haben sie sich auch, finde ich, verdient. Zumal die ja hier... Und es hat Style. Und das ist halt dann auch unsere kleine Bossinsel, weißt du? Die Tiere sind ja unsere Bosse, die Bosse machen. Jetzt habe ich gleich keine Elemente mehr. Ja, hier brauchst du nichts. Das reicht auch. Gut. Also hier fehlt noch eine Handvoll und dann haben wir das auch geschafft. So, jetzt pass auf. Die Idee war, wollen wir den großen Redwood-Baum setzen, geschwind? Wenn das geht. Weil da braucht man nämlich dann, müssen wir eh nochmal abmessen, wie viele. Hier vorne kannst du ja hochlaufen, hier kannst du hochlaufen. Da, denke ich mal, könnte man einen Baum probieren. Komm, wir probieren es mal. Der da, gell. Einfach mal setzen und gucken. Oh, der ist arg groß. Vielleicht mache ich noch ein Medium und ein Small. Oh, der ist arg groß. Oh, der ist arg extremo Memo. Jetzt nehmen wir die ganzen Dinger. Ich glaube, da bereite ich auch ein bisschen was vor. Wie werden das, wenn ich den da einsetze? Dann kriegt es ein bisschen Redwood-Charakter. Den großen würde ich hinten setzen. Und dann außen, links und rechts zwei mittlere und zwei kleinere vielleicht noch. Und ich hätte auch Bock, die Wurzel hier irgendwo noch hinzusetzen, dass es hier auch noch ein bisschen redwoodet. Geil, wie dann das Licht da durchschimmert. Das ist ja fantastisch. Müssen wir mal gucken. Habe ich jetzt die Maus nicht mitgenommen? Scheinbar, gell? Du kannst mich ja nicht tragen, oder? Warte mal, ich räume das mal alles kurz raus, was hier bleibt. Machen wir das hier rein. Das bleibt da, das bleibt da, das bleibt da. Stein kann da bleiben. Die Schlappen können da bleiben, wo auch immer die jetzt schon wieder her sind. Okay, ich bin zu schwer. Ja, dann machen wir das so. Dann macht man den Baum hinten irgendwie hin, dass er mehr im also praktisch im Hintergrund. Und machen mehrere kleine noch hin. Und dann haben die hier wirklich einen schönen eigenen Bereich. Da könnte man dann auch noch ein, zwei Bienenstöcke irgendwann hinbauen, oder? Wenn wir auch noch Bienenstöcke hinbauen. Passt gut zur Location. Hast du die Fackeln bei? Den müssen wir nochmal gucken, wo wir den genau platzieren. Aber im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das richtig gut hier. Ja, das wird. Also, dann machen wir morgen hier einen Haken dran. Und dann müssen wir sie halt paarweise leveln. Ich würde sagen, einmal gehen wir gemeinsam. Honighöhle, drei Tiere. Komplett die Höhle sauber machen. Und die anderen level ich dann auf die Art und Weise immer genauso. Dann waren wir einmal gemeinsam dabei. Dann wisst ihr, wie es passiert. Komm, wir machen das gleich. Ich rutsche direkt rüber in die nächste Folge. Ich hole euch morgen früh ab, wenn es wieder hell wird in-game. Und dann machen wir direkt weiter. Ja, dann können wir theoretisch Donnerstag, spätestens Freitag, den Bienenboss mal angucken. Ich bin gespannt. So, bis morgen.